Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Und ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber ich hatte ja einen Community-Aufruf gestartet, wo ihr mir eure Vorschläge in den Kommentaren hinterlassen sollt, was ich in der jeweiligen Folge machen soll. Und es gab tatsächlich schon einen Vorschlag, den werde ich heute umsetzen. Und zwar geht es um ein Smartphone. Ich werde das als Statue bauen. Ich muss jetzt natürlich erstmal nach oben, um ein paar Materialien dafür zusammenzusuchen. Aber erstmal schaue ich mal, was hat er denn hier im Angebot? Blaues Eis, Tintenbeutel, roter Sand, Sand, Schleimball und Blasenkorallenblock. Nein, danke. So, als allererstes verstaue ich natürlich mal wieder mein ganzes Zeug. Kleine Notiz an mich selbst. Ich müsste mir mal bei Gelegenheit einen Lava-Block zulegen, indem ich nicht benötigte Blöcke vernichten kann. So. Was haben wir hier? Hier haben wir Kies. Granit, Andesit, Diorit. So, damit habe ich das erstmal grob aufgeräumt. Redstone habe ich auch noch ein bisschen gesammelt. Ach Mensch. Ich werde mal schnell das überschüssige Zeug okay, ich habe jetzt hier keine Truhen mehr. Ich benötige auf jeden Fall noch ein Schild. Ist die Frage, warum kann ich hier, habe ich nicht genug Holz? Ah ja, genau. So. Ach, ich hatte ja noch Schilder. Naja, gut. Du gehst zurück, du auch. Und dann habe ich erstmal genügend im Inventar aufgeräumt. Ich werde jetzt schnell noch übernachten, bevor ich mich ans Bauen wage, damit ich nicht von Monstern überrascht werde hier in dieser Folge. Zur Länge der Episode kann ich euch noch keine genauen Angaben machen. Ich muss gucken, wie lange ich brauche, bis ich das fertig gebaut habe. Tot, ja. Auf jeden Fall brauche ich Bruchstein für den Sockel. Bruchstein habe ich genug. Ich werde allerdings mir ein paar Bruchsteintreppen dafür zurechtlegen. Ich muss mal gucken, reicht das schon? Nee. Okay, einen habe ich jetzt hier noch übrig, den. So. Okay, das reicht. Den Rahmen. Ja, mache ich den aus Diorit?
Ist jetzt hier die Frage. Andy sieht es hässlich wie die Nacht, aber ich habe doch Granit. Genau, dann nehme ich noch ein bisschen Granit dafür. Ich benötige auch auf jeden Fall Glas. Ich weiß jetzt aktuell nicht, ob ich Glas hier schon irgendwo eingelagert hatte. Ah, hier habe ich auf jeden Fall auch noch Glasscheiben. So, das sollte auch reichen. Dann benötige ich auch noch Symbole für die Apps. Gut, da kann ich mich. Ja. Werkbank, dafür brauche ich Holz. So, da haben wir schon mal eine App. Dann ein Ofen. Ja, das könnte man auch nehmen. Eine Truhe. Nehme ich auch. Hier sonst noch irgendetwas? Granittreppe. Und Diorittreppe. Die benötige ich auch. Jeweils vier. Was haben wir denn hier? Haben wir einen Räucherofen? Da brauche ich einen normalen Ofen für. Da benötige ich Feuersteine. Und Feuersteine habe ich hier so. Dann kann ich schon mal einen Bognertisch. Das wäre eine App. Ein Ofen wäre auch noch eine App. Und ja, ich würde mal sagen. Das sollte erstmal genügen. So, dann suchen wir mal einen schönen Platz dafür aus. Und ich würde. Ja, wo mache ich das hin? Mache ich das hier? Genau, und dann nehme ich 1, 2, 3, 4, 5. Ist ein bisschen wenig Platz. Ich benötige auf jeden Fall mehr Platz dafür. So, los geht es jetzt erstmal mit dem Sockel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, den Sockel kann ich ja zum Schluss dann noch verfeinern. Ich brauche die Granittreppe auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage, setzt er sie so hin? Ja, sehr schön.
Wunderbar. Nein, du bist einer zu viel. So, wo haben wir die Granitstufen? Die sind dort. Also, ich habe jetzt keine Anleitung zum Bau eines Smartphones. Ich mache das jetzt einfach mal freihand. So wie ich das halt schön finden würde. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen. Ich benötige ja eine Schicht für das Display vorne. Ich werde mir das jetzt hier mal so. In der nächsten Schicht kommen dann die Apps samt Hintergrund und dann benötige ich noch die Abschlussschicht für die Rückseite des Smartphones. Die Rückseite mache ich auch aus Granit. Dann benötige ich nachher noch Granitstufen für den Abschluss der oberen Kante. Jetzt habe ich schon wieder nicht genügend Bruchstein, aber es ist kein Problem. Ja, das wird ein dickes Smartphone. Aber da bin ich halt auch so ein bisschen auf die Materialien hier angewiesen, die ich zur Verfügung habe. Bräuchte eigentlich noch irgendwie einen schicken farbigen Block. Da fällt mir ein. Da könnte ich doch Wasser für nehmen. So ein schöner blauer Hintergrund. So leicht transparent. Zack. Das lasse ich mir jetzt hier mal offen als Einstieg. Und dann aua. Okay, das klappt jetzt hier noch nicht so, wie ich das dachte. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich werde mal schnell nochmal schlafen gehen. Warum geht das nicht so, wie ich das jetzt möchte?
Das hat doch sonst hier immer ganz gut geklappt. Es ist immer noch nicht gerade. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Eimer rausnehmen würde, dann würde das wieder zu einem Fluss werden. Nicht genügend Glasscheiben, das weiß ich jetzt schon. So, gut. Die erste App werden. Da ist die Werkbank. Zwar kommt die hier hin. Sehr schön. Und zwischen den Apps hat man ja immer einen Platz frei. Kommt dort der Ofen hin? Habe ich jetzt von dem Ofen 2? Okay. Der Bognertisch. Es sieht mit den Scheiben natürlich vorne jetzt ein bisschen blöd aus, aber gut. So. Ja. Ist nicht schön, aber. So, gut. Hier hinten muss ich jetzt erstmal noch freilassen. Das ist mein Noteinstieg quasi. Das ist auch mein erstes Bauprojekt dieser Art. Ich habe vorher wirklich immer nur Gebäude oder irgendwie sowas in der Richtung
gezeichnet, wollte ich gerade sagen. Nein, gebaut natürlich. Und von daher finde ich das jetzt hier schon recht schwierig. Ich werde mir gleich nochmal Granit besorgen müssen. Ich muss nämlich auch zusehen, dass ich immer die Möglichkeit habe, hier noch weiter am Rand hochzukommen, um das auf die entsprechenden Höhen hochzubauen. Ich denke mal, ja, wie hoch soll das werden? Also, ich habe jetzt hier auch leider nur drei Apps. Ich könnte noch eine vierte mit platzieren, aber... Ja, mal schauen. Obwohl, wir haben doch noch eine Truhe, ne? Genau, ich könnte die Truhe noch platzieren. Ich brauche jetzt aber noch Granit. Granitstufen hatte ich ja gesagt, die benötige ich auch noch. Ich mache mal sicherheitshalber 8. Wie viele Granitblöcke habe ich jetzt noch? 52. Das sollte eigentlich reichen. Was ich jetzt allerdings noch benötige, ist Glas. Weil meine Glasscherben werden dafür nicht mehr reichen. Ich habe bloß noch 19 Stück. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Dann wären wir bei 14, also nochmal zwei Reihen hoch, so hoch wie der Rahmen jetzt ist. Nee, das reicht definitiv nicht. Da muss ich schnell nochmal gucken, wo ich Glas herbekomme. Also Sand für Glas. Ach, hier. Ja, sorry, Mr. Schaf, aber ich brauch mal deine Sandblöcke, auf denen du hier stehst. Wie viel habe ich denn jetzt? 32. So, das sollte erstmal genügen, hoffe ich. Dann ab damit in den Ofen. Und ich würde dann auch noch mal ins Bett gehen wollen. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Da kann ich auch noch kurz warten. Also den Ofen habe ich ja schon. Den brauche ich da jetzt nicht noch mal. Also einen Grasblock könnte ich ja mal platzieren. Das wäre... Ja, warum nicht? Dann habe ich 5 Apps. Weiße Wolle. Nee, das sieht doof aus. Ein Kürbis. Ja, gut. Platzieren wir noch einen Kürbis. Dann haben wir 6 Apps insgesamt. So, jetzt wird es dunkel. Ist doch eine Hexe unterwegs, oder? Die hat doch gerade einen Zaubertrank, glaube ich, geschluckt oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust auf Kämpfen. Ich möchte mich hier in Ruhe der Community Challenge widmen.
So, wie viele Scheiben bekomme ich denn da raus? 16. Habe ich jetzt 35? Es sollte eigentlich ausreichen. Oh, oh nee, ne. Das kann ich jetzt hier auch nicht gebrauchen. Nicht, dass der mich nachher meinem Bauvorhaben unterbricht, indem er mir da irgendeinen Block rausklaut. Das Schlimmste wäre, wenn der mir da eine Glasscheibe vorne rausklaut, dann fließt das ganze Wasser raus. Komm mal her, Kollege. Wo bist du? Okay. So. Gut, da hinten. Nee, da muss das hin. Aber da reiche ich jetzt leider nicht. Ach, das wird jetzt. Also das wird wirklich Fummelarbeit hier. Das ist der Block, ne? Ja. Da platzieren wir jetzt einfach mal den schicken Grasblock. So, hier machen wir den Kürbis. Und an dieser Stelle die Truhe. Gut. Ach, das ist doch jetzt hier schon wieder ärgerlich. Okay, dann muss ich nachher nochmal Wasser holen gehen. Ja, jetzt wird es schon schwierig. Ich müsste das komplettieren. Ich weiß nicht, ob ich nachher hier nochmal runter und wieder hochkomme an der Seite. Aber es sieht doch gut aus von vorne. Oh, ich habe doch hier noch Erde. Muss ich mir hier nachher. Keine Sorge. Der einzelne Granitblock da unten kommt natürlich nachher weg, wenn ich das Ding fertig gebaut habe. Jetzt kommt hier erstmal der Eimer Wasser drauf. So, und weiter geht's. Der Rahmen. Und dann die nächste Schicht Wasser. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus, finde ich.
So, ich würde sagen, die beiden Schichten Glas jetzt hier noch hin und dann müsste das von der Höhe her eigentlich ein ganz gutes Gesamtbild ergeben. Ja, das ist jetzt natürlich kein Huawei oder ein iPhone, aber es ist ein Smartphone und die Challenge besagte ja, ein Smartphone bauen. Ach ja, richtig. Ey, das wird jetzt hier. Ich glaube, das wird jetzt schwierig. Kann ich mir von da unten jetzt Wasser rausnehmen? Ohne dass hier alles wieder. Na, natürlich nicht. Ach, verdammt. Ich hätte das Schicht für Schicht machen sollen. Das wird hier jetzt wirklich schwierig. Da guckt euch das mal an da. Das ist ja. Und Pixelfehler haben wir auch schon im Display. Klappt einfach nicht so, wie ich das möchte. Aber jetzt mal das Gesamtbild. Ja, wenn ich das oben jetzt dann zum Abschluss bringe, sollte das eigentlich genügen von der Höhe her. So. Eieiei, jetzt habe ich keinen Granit mehr. Ach nein. Ach, das sollte jetzt natürlich nicht passieren. Oh, wie. Das war so jetzt nicht geplant. Schon wieder Nacht. Ich werde schnell noch mal übernachten gehen. Vielleicht ist der Zombie dann auch aus dem Smartphone verschwunden. So. Nee, der ist da immer noch drinnen. Okay. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Dann bleibt er da drin. Einmal hier. Einmal. Ach, das funktioniert nicht mal.
Das ist jetzt hier wirklich ein bisschen blöd. So, hier muss ich ja jetzt die Gerätekante ransetzen. So, sehr schön. Ich muss mal gucken, ob das mit dem Wasserfall, ob das da nachher verschwindet, wenn ich da drüber die Steine setze. Gut, jetzt haben wir hier schon mal den Abschluss. Granit. Ich teste das jetzt einfach mal. Wenn das jetzt da oben immer noch am Fließen ist, ja, das ist kein Abschluss. Da werde ich jetzt nochmal Wasser besorgen müssen und dann hoffe ich, dass ich das da oben gelöst bekomme. Wir haben jetzt einmal hier das fließende Wasser. Das heißt, ich müsste theoretisch. Das bringt nichts. Das auch nicht. Es ist verhext. Es ist verhext. Ja. Okay, neuer Versuch. Okay, das Spiel ist clever. Das lässt mich nicht aus dem Wasserfall Wasser rausnehmen. Aber hier. Das gibt's doch jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Gut. So, jetzt kommt der Rahmen zum Abschluss. Blöcke brauche ich denn jetzt hier für 1, 2, 3, 4, 5 und 6?
Dann fehlt mir genau einer für die letzte Kante hier hinten. Das heißt, ich brauche noch ein paar Granitstufen. Aber das kriegen wir leichter hin. So, Granittreppen. Nummer 1, Nummer 2, 3. Ach, du Schande. Oh, ich dachte, das Wasser geht dann da oben weg. Ich werd irre, das ist ja da oben immer noch. Okay. So, genau, jetzt müsste das verschwinden. Sehr schön. Und das war in der Mitte, glaube ich, ne? Gucken wir gleich nochmal. Okay. So, wenn das jetzt nichts hilft. Ich lasse das jetzt so. Wasser ist so eine Eigenart für sich hier in diesem Spiel. Nummer 1, 2. Nee, so sollte das jetzt hier nicht sein. Ja, wenn ich jetzt rausfinden würde, wie man das da so schön um die Ecke platziert, wie ich das jetzt gerade eben einmal geschafft habe, das wäre ja... Nee, das ist verkehrt. Ah, ja. Sehr schön. Es sieht zwar keiner von unten, aber ich habe jetzt hier einen schönen Abschluss. So, gut. Okay, damit ist das Smartphone fertig. Ich hoffe, es ist halbwegs ansehnlich geworden. Und zum Schluss kommt natürlich das obligatorische Bauschild davor. So, das platziere ich hier. Ihr wisst ja, da kommt zum einen das Datum
Und ich schaue jetzt noch mal schnell bei meinen Kommentaren rein. Okay. Also wir haben heute den 21.01.2021. Smartphone. Und die Idee ist vom Smartphone von Gaming Seppel. Ja, ich werde euch namentlich hier erwähnen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich kann das Schild nachträglich selbstverständlich wieder abändern. Dann kommt halt anonym rein. Aber ich finde, das hat auch mal eine Erwähnung verdient. Ja, also mir gefällt's. Ich fand die Idee sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Aber warum nicht? Also ich hoffe, es ist auch so geworden, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Wie gesagt, ich fand's gut. Ich baue jetzt hier noch schnell den Abschluss des Sockels. Ihr wisst ja, ich liebe es immer, wenn alles perfekt ist. So. Ja. Das ist die erste Community Challenge gewesen. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin ganz zufrieden. Es ist wirklich immer ein bisschen schwierig, mit den Materialien hier, den Blöcken, halt sowas jetzt hier zu bauen. Also ein Smartphone ist wirklich schon was Außergewöhnliches. Aber es freut mich, dass ein Vorschlag gesendet wurde. Also dass Gaming Seppel diesen Vorschlag gemacht hat. Finde ich klasse. Und ihr könnt schon mal beratschlagen oder euch Gedanken machen für die nächste Community Challenge. Wie gesagt, in der nächsten Folge könnt ihr dann auch wieder entscheiden, sprich nächstes Wochenende. Die Minecraft-Folgen kommen ja immer sonntags. Ja, schreibt eure Ideen in die Kommentare. Was möchtet ihr sehen? Es muss nicht mal unbedingt was Gebautes sein. Es kann ja, ihr könnt ja auch einen Vorschlag machen, keine Ahnung. Ja, lauf mal eine Stunde lang hier durchs Gebiet, immer nur in eine Richtung oder irgendwie sowas, ne? Lasst euch da wirklich mal was einfallen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ja, ich möchte halt einfach, dass ihr das hier so ein bisschen mitgestaltet. Das ist unser Projekt und ich finde es gut, wenn sich die Community da aktiv dran beteiligt. Von daher, ja, ich freue mich schon auf eure Ideen, auf eure Vorschläge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao und danke fürs Zuschauen.